Lieber Andy Harris. Es gefühlt in Solo-Queue so free zu Snowball als Toplaner. Du nimmst einfach beide Sideline Turrets und der Gegner reagiert irgendwie gefühlt sehr selten drauf. Der geht irgendwie immer Group, macht irgendwelche Scheiße und dann schmilzt sein Turret auf Sideline. Zumindest wenn ich Camel und Jace spiele. Auch Fiora. Vladimir hat es gerade eben nicht ganz so gut funktioniert, aber es ist halt Vladimir. Wahrscheinlich liegt es auch sehr in meinem Champion Pool. Ich mag halt Sideline sehr. Wir haben ein einziges Jace-Game verloren, by the way. Fiora, Camille gewonnen. Camille, Mundo, Nidalee, Jace, Renekton, Vladimir, Jace. Ein Game verloren, seitdem ich wieder Ranked spiele. Das ist die Kunst, Chat. Halben Monat kein Ranked spielen, dann Ranked spielen, actually enjoyen und dann noch besser spielen, weil es halt Spaß macht. Wenn Ranked einfach stumpf spammt, macht es keinen Spaß. Wenn man es klug spielt, macht es richtig Freude. Der ganze Tag bisher war geil. Toll gewonnen, ich bekomme jetzt meinen Kane Toplane, wenn wir gegen Singed spielen, okay? Für den nächsten Singed. Wann habe ich letztes Mal gegen Singed gespielt? Nie. Der Charakter, gibt es überhaupt noch in League of Legends? Ich habe ihn noch nie gesehen. Does Singed even exist? Dein Wasserglas ist total klein, nervt es nicht immer Wasser zu holen? Nö, hab das hier. Lucky Wassi. Es gibt noch Marvin 1v9, die alte Legende. Ich habe ihn lange nicht mehr auf der Kluft gesehen, aber ja. Marvin 1v9, er ist 1v9. Wenn Marvin kommt, kommt Marvin in dein Gesicht. Also, in-game. Jetzt warst du mir ein bisschen seltsam, tut mir leid. Mein Bett. Schere. Wie krass wäre das, wenn man einfach IRL auch Vanish machen könnte. Du sagst einfach Vanish und danach haben alle vergessen, was du gesagt hast. Dann bist du halt so für 10 Sekunden die Fresse einfach danach. Alter, wir spielen gegen einen Klett mit Teleport und Ignite. Er möchte also unseren Arsch anzünden. Warum spielen wir bei Nocturne Dark Harvest? War der Buff heute so heftig? Direkt raus, Tab nochmal Patch Notes öffnen. Reingucken in Dark Harvest. Was wurde genau da geändert? Cooldown 5 Sekunden runter und Reset-Timer eine. Hä? Fucking useless changes. What do you mean you get this Lethality Nocturne oder Dark Harvest Nocturne? The fuck is this? Conqueror wird 10 mal besser. Hallo! The Yuri Original. Lorans Blade Klett mit Ignite. Also, er muss Early Game gewinnen. Und er wird auch Early Game gewinnen. Mein letztes Montag gestern Game bin ich runtergerannt. Early Game respekten müssen gegen den Camille. Hab's nicht gemacht. Wurde getötet. Dann ging es ganz schnell ganz böse aus. Dieser auch mal, ey. Wenn viele Juggernauts der Mordekaiser einfach nicht gewinnt, dann macht er halt gar nichts. Boah, isolierte Q und 101 Damage. Use das. Dieser Minion, der wird ihm Level 2 geben. Das heißt eigentlich respektierlicher, ne? Geben den Melee ab. Wie gesagt, wir müssen Early Game überstehen und einfach chillen. Und das machen wir gerade. Mordekaiser ist insofern ganz geil geklettert, dass wir halt prozentuale Damage kaufen. Und auch, dass wir prozentualen Damage halt in Passive machen. Und klettert der Champion ist mit den meisten Leben so ziemlich in League of Legends. Schafft der Streamer? Und bitte sag nein. Bam, Junge! So einer ist es! Aber er hat halt TP und Ignite, das heißt, er könnte mich jetzt einfach direkt dorthin, wenn er wiederkommt, ne? Ich meine, er könnte die Kacke face tanken, aber es kostet 4 Leben. Echt, geht. Ich weiß nicht, ob es worth ist, das Boot zu kaufen. Jetzt habe ich von meinen 400 Gold von Westblatt 300 für Boots ausgegeben und ich will die Boots gar nicht ausbauen. Bei Tavis schon OP sind dieses Game, aber halt. Actually, Tavis sind vielleicht die einen Boots, die okay sind, weil sie gebufft wurden. 200 Gold teurer, aber auch mehr Stats. Immer noch schlechter als vorher, aber immer noch. Finde ich besser als nichts geklappt. Wichtiges Level Up. Er ist fast am Remounten. Der hier ist. Bam, Junge! Der Flash war geil in sein Face, du Loser. Double Kill, die Wave jetzt weg. Was sehr kacke von mir war, doch, war der Fakt, dass ich nach dem Flash Minion auto-attackt habe. Weil er war noch nicht angreifbar, weil er das Mounted ist von meiner Passiven. Ich dachte, ich muss Flash auto-attacken, ich musste gar nicht. Okay, Double Kill. Solo in der oberen Linie. Wir haben ihn schon sehr viel früher outscaled, als ihm vielleicht lieb ist. Können wir Leandris Riftmaker-Bild gehen, wenn wir wollen. Wir haben genug Frontliner zum Einsperren später. Ihn, Sinsau und Rell, alle drei sind geil. Gute Ziele für Mordekaiser. Azir und Esmer nicht wirklich. Please, don't do das. Er ist gerade Level 6 geworden, Homie. Aber er ist doch... Nein. Hoffe, TF rettet den Play. Okay, der Klett ist tiltet. Er ist sehr tiltet. Eine Freeze-the-Wave, Top-Wave. Wir contesten gehen. Zweimal gesolo killed, jetzt nochmal gekillt. It's over. Och man, mir fehlt so ein bisschen AP und die Wave 200 in Dorans Ring. Och. 3 Minutes also gemisst. Wo ist mein Dorans Ring? Dorans Schild ist schon sehr gut Early Game gegen Champion, der gegen mich gewinnen sollte, wie Klett. Gerade mit Ignite. Wenn wir da reinholten jetzt, wenn er... Okay, er ist komplett getiltet. Rosen wird auch noch sterben. Retten den Nocturne vor sind Sau. Deswegen habe ich direkt geholtet, scheiße. Ich wollte dem aus dem Busch heraus im Death Ram natürlich die Q benutzen, aber er wollte sie auch hitten. Ich glaube, er hat den. Nice. Ja, sie haben gerade komplett über Top-Lane gewonnen, weil Klett so tiltet ist, um zu spielen. Die hat Slowpush sogar zu mir, wenn ich sie will, kann ich sie halten. Soll ich? Um ihn noch mehr sauer zu machen? Der geht dann mit ulten oder so. Hat er überhaupt geultet, der Klett bisher? Weil die Wave hier ist absolut terrible für ihn. Also sie ist jetzt top, um die Wave zu fixen, das darf ich nicht zulassen. Sie muss die Wave ein bisschen trimmen.
Point ist immer nicht verloren, Nocturne kriegt das. Alles gut. Er wird direkt ignited und jetzt gedived. Eigentlich gar nicht schlecht, wenn er stirbt. Wieder Gold wert. Oh, schade, dass Klett die Q gemisst hat. Jetzt habe ich dich, Klett. Ich habe Boots, wenn nicht, er ist tot. Schau nur, ob wir ihn ulten müssen oder nicht. Eigentlich ist es doch den ulten. Schade, dass ich ulten musste, aber gut. Geht nicht anders, ne? Wenn ich auf rauflaufe, kann immer er auch auf mich Damage machen und Remount Alert jedes Mal. Dann kann er raus ehen. Mordekaiser mit Storm Surge wegen Movement Speed. Hear me out. Cosmic Drive Mordekaiser. Heute frisch gebufft, 100 Leben mehr. Honestly, Cosmic Drive Mordekaiser can't be too bad, oder? Es gibt einfach gute Stats eigentlich. Oh, meine Platte! Nein, ich hab gelesen. Ich bin so ein Inter. Also auf Vladimir hat sich gerade Cosmic Drive schon gut angefühlt. Warum nicht auf Mordekaiser? Ja, Cosmic, for science. Mordekaiser hat mehr Spells. Mehr Ults. Wenn TF auch noch runter ultet, Mordekaiser rein ultet, das fühlt sich einfach geil an. Ich will die Bot den Tilten sehen. Der hat mich nicht gesehen wegen TF Ult. Auf einmal stehe ich da. wegen Nocturne Ult. Er denkt, er ist safe, auf played beide. Bonk. Ich hoffe, er ist tiltet, der Wichs. Der DP war nicht wirklich worth. Aber er sah lustig aus. Wir gehen für Science, Cosmic Drive Mordekaiser. Ich meine, was heißt für Science? Einfach ein gebufftes Item, 100 Leben mehr. Es geht besser oder früher mit Movement Speed, aber dafür muss man das First Item kaufen, damit es wirklich sich lohnt. Aber 100 Leben mehr. Rocket Blade würde auch Sinn ergeben gegen viele Ziele, auf die wir nicht raufkommen können, weil Rocket Blade kommt man quasi in Reichweite mit. Cosmic Drive nutzen, wenn man schon in Reichweite ist. Geht auf Mordekaiser quasi ja immer zwei Philosophien in der Vergangenheit. Bist du auch gerne in Nashor's Tooth gegangen für viele Auto-Attacks, um halt deine Passive auszulösen, aber viele Spells gehen auch. Mit Cosmic Drive habe ich halt eine Menge Spells, weil ich viel mehr Ability habe, nämlich auch mehr Ults. Nashor's Tooth ergibt aber auch Sinn gegen Champions wie halt vor allem Fiora, weil sie einfach deine Qs zu leicht dodgen oder blocken kann. Auto-Attacks sind besser, um Passive auszulösen. Cosmic Drive in Base, ich bin so bonkers fett an meinem Team fairerweise auch. Es ist so oder so zu Ende. Meine Top-Wave auf süß, könnte auf der Wave von Rell gegankt werden, aber dann again, dann gankt sie mich halt. Back to base, eigentlich Spotlane meine Lane jetzt. Ich will Turrets nehmen. Wenn Leute zu mir kommen, um mich zu fighten, das ist leichter auf Sidelane als auf Toplane. Trotzdem noch weitere, komm, wir gehen noch weitere Amplifier. Ich will mir keine Boots kaufen, das ist zu ineffizient, obwohl Tabis wahrscheinlich immer noch fein sind. Jetzt ist wichtige Chat, unglaublich wichtige Mechanik, um eure Solo-Kultimates zu outplayen. Ihr müsst Botlane rennen, bevor die respawn sind, damit die euch Botlane lassen. Eigentlich, die sollten mit Tom siegen, scheiß drauf. Kann TF-Bot eingehen. Ich bringe zwei Turrets Mitte. I love this. Beide Top-Turrets genommen, beide Mid-Turrets genommen. Guess what jetzt als nächstes folgt? Richtig, Bot-Turrets. Top-Lane broken. Alles gehört mir. Mit 3000 Leben aktuell. Zwei Items und ein halbes. Wird nur mehr. Ich habe meine Dominanz etabliert, indem ich besser delastet habe als TF. Jetzt, wer immer kommt, wird halt gebonkt. Das ist really that simple. Willst du wer will in den Sex Dungeon? Wer möchte mit mir erotische. Oh ja, du willst erotische Momente teilen? Scheiße, ich hab nicht geultet! Nimm ihn doch mit in den Sex Dungeon, wenn du in den Sex Dungeon willst. Er ist tot drauf nicht. Immerhin. Aber ult doch einfach früher Zeuge, bevor Rell dich tötet. Egal, Pentakill. Pentakill ist fein, ist fein. Noch einer? Oh, ist fein, ist fein. Aber früher ulten ist da tatsächlich nicht illegal, Tolkien. Da kann man früher ulten, das ist komplett, wäre okay. Boah, wie habe ich jetzt zu viele geile Items? Ist schön anzusehen, wenn du Spaß am Game hast. Ich hätte Bock auf Rylite, ich hätte Bock auf Sonja, ich hätte Bock auf... Eigentlich nur, nee, stimmt gar nicht, nur die beiden. Aber schneller werden, wenn ich das Wichtigste, wir sind einfach zu clunky als Champion. Rappen dir in den Sex Dungeon, du kleine Schlange. Schlange. Hätten wir auch treffen dürfen? Nice. Und der Zauberhut lässt wieder Ult ab. Das fühlt sich gut an mit Cosmic Drive, aber dann again, in dem Game, so OP wie ich war, oder das Game ist zu Ende, so OP wie ich war, es würde sich alles gut anfühlen. Ey, nee, ja, danke. Ich kill, während FF gerade durchgeht, das würde mich töten. Hat mega Spaß gemacht. Heute war ein geiler Tag. Und Top-End, da ist man lustig. Kletzheimer Early Game sogar. Gesolo Bailout, ein schlechter Dev, der hätte ich früher ulten können. Der meiste Gold im Game. Wir spielen auch wirklich immer für Gold, Chat. Wir spielen für Farm. Und wir spielen für die Statistik. Oh, wie oft die Statistik mir Games carried. Das ist so insane. Legit Turret Damage ist all mein Gold. Sidelane Turrets, Platten Damage. Komm zu mir. Ja, okay, Botlane gibt's Drachen und viel mehr Fights als Toplane. Wir kriegen trotzdem Gold. Wir häufen Minions wie auch Platten an. Danach treten wir dir die Fresse ein mit unserem Teleport oder so.